Ja, moin, meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge South Park auf meinem Kanal Matzo. Wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich in diesem Kampf hier. Und der Gegner ist so, so heavy, Leute. Der Gegner ist so heavy, dass wir beim letzten Mal verkackt haben. Der ein oder andere wird die Folge bestimmt gesehen haben. Ja, wir müssen es jetzt einfach mal besser machen. Beim letzten Mal haben wir es halt wirklich, wir haben richtig reingeschissen, Leute. Ah, richtig schön gegen ihn verkackt. Ich weiß auch nicht, warum das manchmal nichts abzieht. Habt ihr es gesehen? Einfach gar kein Damage. Kein Plan, was da los ist. Alter. Er ist ja jetzt schon down. Damit kriege ich noch nicht mal das Feuer weg. So. Machen wir den schon mal weg. Den schon mal... Eine verpasst. Wir müssen jetzt erstmal den wegkriegen, den einen. Damit der schon mal weg ist, so haben wir es beim anderen mal auch gemacht. Aber der andere ist irgendwann so durchgedreht und es hat alles nichts mehr abgezogen. Das ist das Problem gewesen. Stärketrank, Tempotrank. Ich brauche... einfach nur diesen... Machen wir erstmal Stärketrank drauf. So, und jetzt verpassen wir ihn mal. Die haben alle diese scheiß Abwehrposition, glaube ich. Deswegen bringt das alles nichts. Heilende Berührung brauchen wir nicht. Wir müssen ihm die Fähigkeit, das Feuer runternehmen da. So, das, dann hätten wir das schon mal. Ne, machen wir alles so. Erstmal, er muss ja erstmal weg hier. So, damit haben wir den ersten schon mal down. So, das wird jetzt halt heftig. Der ist in Ernstfall? Das ging ja noch heftiger als beim letzten Mal ab. Boah, Kurzgranate geht nicht. Ich muss dieses Feuer entfernen. Ich glaube, ich verliere schon wieder. Das ist echt mega hart, dieser Fight. Sonst sind die Gegner voll billig und dieser Gegner ist jetzt so OP, Mann. Das geht gar nicht. So, warte mal, machen wir mal den hier. Boah, Alter, das war nice. Ja, durch den Volltreffer haben wir es ihnen gezeigt. Boah, harter Fight. Richtig harter Fight. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus 4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Waldelfenrüstung erhalten. Das hat nochmal 33 IP gebracht. Ich glaube, wir sind dadurch wieder eine Stufe aufgestiegen. So, nehmen wir alles mit. So, wir gucken dann erstmal kurz in das Inventar nochmal, bevor wir hochgehen. Ne, wir sind immer noch nicht Stufe 5. Okay, das kommt überraschend. Ich hätte gedacht, wir hätten jetzt die 5. Erreicht, leider nicht. So, Waldelfenausrüstung. Fähigkeit schon noch einen perfekten Angriff, fügt 5 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Fügt 8 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Du heilst jede Runde 20 TP, solange du einen Bogen benutzt. Noch besser. Legen wir an. So. Dann mal hoch. Rinne in die Jute-Stube, wie man so schön sagt. Wir müssen die Prinzessin vor der Vergewaltigung retten. Da ist die Prinzessin. Was geht hier drüben ab?
Da kommen wir noch nicht rein, okay. Dann müssen wir als erstes hier rein. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ich weiß noch nicht, was das hier bringt. Vielleicht hätte ich die Bowlingkugel als letztes rübersenden. Nee. Ah, so haben wir ihn besiegt. Nice. Damit haben wir auch den hier besiegt. Top. Und die Prinzessin Kenny gerettet. Und damit und wir sind Stufe 5 aufgestiegen. Jawoll. Sesse, nice. Das gefällt mir. So, damit können wir auch... Damit können wir jetzt auch unsere Levelpunkte verteilen. Unsere neuen Fähigkeitspunkte. Und wir haben eine neue Technik gelernt. Stürzt sich mit dem Kopf voran auf einen Feind. Halbiert Rüstung, entfernt Schild und verringert die Abwehr. Haben wir jetzt so oder so? Können wir auch noch nicht verbessern. So, was können wir denn als nächstes verbessern? Ein perfekter Treffer bewirkt, dass dein Ziel vor Schmerz angewidert ist. Das Geräusch zerquetschter Eier wieder alle übrigen Feinde an. Gold bezieht in dem zusätzlich verfüllt bei jedem Treffer eine kleine Menge TP. Machen wir hier. Machen wir hier weiter, wenn wir schon dabei sind. Princess Kenny, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bob. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Ah, can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Ich hab das. You're not getting up here. The ladder's up here with me. Kenny is jetzt mein Begleiter. Okay. Dann habe ich da schon eine Idee. Kenny verzaubert ihn. Ah, die Titten. Kenny zeigt die Brüste. Trick 17 funktioniert immer wieder. Doppel-D Kumpelkraft. Nee. So, Furzgranate kommt. Warte. So, der ist schon mal down. Ich glaube, die große Ratte hätte ich eigentlich auch noch erwischen sollen. Oder? Das habe ich sie jedenfalls nicht erwischt. Waldelfenhandschuhe. Nice. Neue Ratte bekommen. Ich denke, irgendwann wird man noch Waffen schmieden können. Aber gegen die Ratte müssen wir nochmal kämpfen. Ist zum Glück nur noch die eine.
Ungewöhnlich große Ratte. Da werden wieder die Möpse geholt. Ich weiß nicht, ob das bei Ratten was bringt. Der Angriff wird verringert. Wow. Damit hätten wir den Gegner erledigt. So, alles eingesackt. Und wir können noch mal eben kurz im Inventar die neuen Handschuhe anlegen, die wir noch bekommen haben. Heilfähigkeiten stellen 10 mehr TP wieder her. Du erhältst 25 zusätzlich TP beim Heilen. Fügt 3 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Bogenangriffe fügen 10% mehr Schaden zu. Angriffe mit Distanzwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Klingt eigentlich so, als wenn das was für mich wäre. Nehmen wir. Wolski. Aber ich will eben das hier auch nochmal machen. Keine Ahnung, ob das was bringt, was das bringt. Ach, sorgt einfach nur dafür, dass du da so rüberlaufen kannst. Okay. Kann man machen. So, dann gehen wir mal runter. Das könnte der nächste Bossfight sein. Nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your Sprich dich aus. Sprich dich aus. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Genau, ich bin Sir Saftsack und ich zeig dir, was eine Hake ist. Oh je. Set him up and knock him down. Ich würde sagen, auf jeden Fall direkt erstmal ein ganz entspannter Stärketrank. Alter, er hat richtig viel Leben. Angriff verringert. Schon mal gut. Fähigkeiten, was haben wir hier noch so? Lutscht den Feind ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Fanny verzaubert die Kreatur in der Natur mit ihrer Schönheit und entsendet sie gegen deine Feinde. Okay. Oh. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Ich hab widerstanden, okay. Oh, ich habe ihn zum Bluten gebracht, aber das Ding ist, Kenny ist gestorben. Don't forget to tip your serving wench. Wiederbelebungstrank. Man kann ihn nicht mal wiederbeleben. Oh mein Gott, das ist ja scheiße. So, dann machen wir noch diesen... Wir hatten noch einen Tempotrank oder sowas. Den gönnen wir uns auch nochmal eben. Rennt er auch noch. Dürfen wir noch mal angreifen. Dann machen wir den hier. Rambolen. Aber
vorbei. Überraschend große Anzahl von Streitigkeiten betäubt dabei perfekte Rüstung einen Feind. Halbiert Rüstung, entfernt Schilde und verringert die Abwehr. Lied des Schutzes, okay. Denk mal, dann müssen wir da jetzt mit richtigen Waffen ran. Nee. Angriff erhöht. Guck mal, da ist er wieder. Kenny ist wieder da. Machen wir das nochmal. Angriff verringert, weiterhin, sauber. Aber oh, wie doll wir ihn jetzt schon geschwächt haben. Königlicher Kuss, den hauen wir auch nochmal raus. Angewidert ist er jetzt auch noch. Boah, der hat alles, was geht. Ich hoffe, die ganzen die ganzen Sachen bleiben auf ihn drauf. Autsch. Okay, das hat mich gerade getroffen. Oh, in die Hose geschissen. Gesundheitstrank reicht ein einfacher. Und dann greifen wir wieder normal an mit den Bogen. Machen wir nochmal Verzauberung. Der Angriff kann nicht niedrig genug sein von ihm. Und wir können das ja für lau. Kostet ja keine Energie oder so. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es extremer wird. Was können wir hier? Begleiter tauschen. Butters. Mal gucken, wenn wir jetzt Butters eintauschen, kann er jetzt auch noch was machen? Nö, kann er nicht. Jawohl. Ende Berührung brauchen wir eigentlich gar nicht. Hammer der Gerechtigkeit. Oh, der ist immun dagegen. Aber es sieht trotzdem nicht gut aus für ihn. Oh, jetzt hat er gerade einen Schutz. Close your eyes, no more thinking about troubles. Nein. War das pennt. Nein, beide schlafen. Aber er verbrennt ja alleine schon. War das ist wieder da. Und Final Punch! Wuhuhuhu! Den Kampf haben wir gewonnen! Sieg! 74 EP bringt das. Kehre zum Castell Cooper zurück. Brücke der Schwäche haben wir bekommen. Finest Running Shoes. Just kidding. Waldelfenmütze. Warte mal. Dirty Winch. Da eben nochmal die ganze Bude hier abchecken. Schublade brauche ich auch nochmal. Ready to leave, Sir Douchebag? Zurück zum Castell Cooper. Warte mal, hier bleiben. Ja, dann schauen wir nochmal hier kurz in den Flur rein. Da kommen wir immer noch nicht rein, okay. Dann hat es sich erledigt. Dann kommen wir zu Castell Cooper. Ready to leave, Sir.
stick of truth is back where it belongs. Wir haben ihn wieder, den Stab der Wahrheit. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the Great Battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. Willkommen im K. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Damit haben wir quasi den ersten Tag hinter uns in South Park. Es wird dunkel. Ich will eben noch mal kurz gucken, ob wir nicht noch die neue Ausrüstung anlegen können. Ob das Sinn macht. Ich denke, das macht Sinn. So, was haben wir hier? Fügt eine Rüstung hinzu, drei Rüstungen hinzu und mehr Waffenschaden bei betäubten Zielen. Fügt eine Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Grades 1 MP bei Bogenangriffen. Ganz ehrlich, dann bleibe ich lieber bei der Waffe, bei der Rüstung. Und hier, Krücke der Schwäche. Oho, du erhältst Angriff erhöht nach einem perfekten Angriff. Der Waffenschaden erhöht sich um 2-mal von Rüstungswert. Schwächt den Angriff des Ziels bei perfekten Angriffen. Ich würde sagen, und dreifacher Angriff, dann nehmen wir die Krücke ran. Krücke nehmen wir rein. So. Und ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle hier eine Pause. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr South Park, der Stab der Wahrheit sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr an jedes Video erinnert werdet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.